Dann gehen wir wieder hoch. Uns bleibt jetzt auch nur der andere Weg, wieder hochzugehen. So. Jetzt noch hier die Mauer hoch. Du, 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 du. Das ist gesagt, die Wand hoch, nicht die Mauer. Keine Gegner? Gut. Uah. Kackfledermäuse. Kommen wir hier raus? Nein. Kommen wir nicht. Denke ich. Mach Licht an. Hier geht's noch runter. Ich will ganz kurz gucken, ob da ein Ausgang ist. Oder ob es da auch noch weitergeht. Da ist ein... eine Videokassette. Okay. Alkohol. Hier können wir uns ausruhen. Stöcke haben wir voll. Ah, boah, da habe ich mich erschrocken. Und hier geht's tatsächlich raus. Okay. Gut. Speichern tue ich jetzt mal gerade nicht, obwohl... vielleicht sollten wir speichern. Mann, irgendwie kann ich nicht speichern. So. Dann speichern wir einmal, das Spiel retten. Und dann geht's wieder zurück. So, dann sind wir nicht komplett umsonst hier. Wir haben schon mal die Karte. Trotzdem wäre mir eine neue Axt und ich weiß auch nicht. Ein neuer Bogen wäre mir ganz lieb. Und das Tauchergerät wäre mir auch ganz lieb. So, hier geht's runter. Ich weiß nicht, ob da unten jemand ist. Wir haben gerade gespeichert, alles ist gut. Wir rutschen mal runter. So, hallo. Ist hier jemand? Außer Schädel. Und leckere Tabletten. Noch mehr Tabletten und Snacks und ein neues Outfit, denke ich mal. Ja, in solchen Koffern ist immer ein Outfit drin. Das ziehe ich jetzt mal nicht an. Ich weiß nicht, was wir gerade anhaben, aber ich behalte es an. Sonst ist hier gar nichts. Wow. Wie unnötig. Eigentlich. Gut, wer für Leute, die ein neues Outfit haben wollen, perfekter Platz. Aber sonst ist hier gar nichts. Tabletten haben wir, wie gesagt, voll. Dann können wir auch direkt hier raus. Sekunde. So. Das war die tolle erste Höhlentour. Ich würde sagen, wir gehen gleich noch in eine Höhle rein.
weil das war jetzt nicht besonders groß. Gut, wir haben die Karte gefunden, den ersten Mutanten haben wir erledigt, ein paar Babys haben wir gefunden und erledigt und ja, und eine Kassette haben wir gefunden. Eine schöne Videokassette, womit wir aber, glaube ich, noch gar nichts anfangen können. Na, hier hoch, hier durch und dann da raus. So, wo kommen wir jetzt raus? Irgendwo in Strandnähe. Aber den Containern sind wir jetzt rausgekommen. Wir sollten die, warte mal, wir sollten die markieren, wo wir drin waren, ne? So, die am Haus brauche ich nicht markieren, die kann ich mir merken. Nein! Oh, jetzt ist er da reingegangen. Und wieder raus. Welche Farbe nehmen wir für die markierten Höhlen? Gelb ist so, naja, grün wäre eigentlich eine ganz schöne Farbe. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Es bleibt irgendwie gelb. Ich nehme mal grün, so. Wir haben doch sonst kein Grün, oder? Gut, ich weiß aber, dass wir am Haus noch eine andere, ich muss mich ganz kurz mal anders hinsetzen, eine andere Höhle hatten. Achso, das Feuerzeug brauchen wir ja gerade nicht. Den Bogen nehme ich mal kurz wieder raus und guck mal, wie viele Pfeile wir noch haben. Ich glaube, wir holen uns noch mal ein paar Pfeile, bevor wir dann in die nächste Höhle gehen. Dann müssen wir da lang. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eine Höhle, die können wir dann auch mal markieren. So, und vielleicht einen kleinen See, weil wir müssen eigentlich mal ins Wasser kurz. Wir sollten nicht so viel rennen, wir müssen Ausdauer sparen. Wir werden auch bestimmt nicht in diesem Let's Play alle Höhlen durchkämmen. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Sondern einfach die, die wir finden und die wir durchqueren wollen, da gehen wir rein. Aber alle werden wir nicht machen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht alles finden, was es hier zu entdecken gibt. Es ist ja eigentlich nur so ein Let's Play nebenbei. Hallo, lieber Lurch. So, hier sind Koffer, da ist das Flugzeug. Wir sind gleich da. Achso, wir sind schon da. Bäh. So. Topf brauchen wir nicht. Ich habe doch gerade was gehört. Und das warst nicht du, liebes Reh. So, Pfeile sind voll. Wir gehen Richtung Haus. Da müssten wir dann am See vorbeikommen. Mal den Bogen wieder raus. So, und an diesem See ist noch eine Höhle. Die haben wir vor ein paar Folgen entdeckt. So, die brauchen wir an sich eigentlich auch nicht markieren, weil die auch direkt am Haus liegt. Ich würde einmal kurz hier in den See springen, um das Blut abzuwaschen. Wir können eigentlich mal ganz kurz zum Haus was essen und was trinken, falls die Höhle größer ist. Vielleicht noch mal ein bisschen Fleisch mitnehmen auch. Weil obwohl die Höhle eben klein war, haben wir schon 2 Fleisch gegessen und 4 können wir nur mitnehmen. Apropos, dieses hier ist bestimmt schon verdorben. Ausrüsten. Da, so, weg damit. Hier irgendwo ist gleich die Höhle, aber wir gehen erstmal kurz nach... Ah, was? Nein, nein, Ruckel.
Was hat der Typ denn bitte? Mir soll's egal sein. So, Essen. Oh, habe ich mich erschrocken. Ich dachte gerade, die wären hier drin. Schwarz und verkohlt. Lecker. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So, trinken. Einmal trinken. Wasserschlauch. Ausrüsten. Auffüllen. So. Und dann ab in die Höhle. Ich speichere noch mal ganz kurz, weil wir ja wieder zu Hause sind. Speichern. So, das Spiel retten. Gut. Lasst mich doch in Ruhe. So, hier irgendwo ist eine Höhle. Wo ist die? Hier ist sie. Wir haben wie immer gespeichert, alles wird gut, egal was uns drin erwartet. Es sieht sehr groß aus, auf den ersten Blick. Habe ich gerade da vorne ein Licht gesehen? Also da ganz links. Wie weit geht das denn runter? Oh, warte, ich sehe den Boden. Naja, es geht noch weiter runter. Und ich nehme mal die Axt. Oh Gott, ich sehe den Boden gar nicht. Übrigens, wenn wir draußen sind, müssen wir die Lichtverhältnisse wieder anpassen, weil draußen ist dann doch zu hell. Dauert eine Weile. Alter, wie weit geht das runter? Da drüben ist Boden. Ist hier auch gleich Boden? Denn ich habe immer Angst, irgendwo noch runterzufallen, wenn ich zu weit gehe. Und es geht noch weiter runter. Okay, das ist wohl doch eine größere Höhle, jedenfalls eine tiefe Höhle. Aber auch hier sehe ich nicht wirklich den Boden. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir ganz unten sind. Da liegt ein Zettel, den können wir bestimmt mitnehmen. Okay, Alkohol ist voll, aber Alkohol nicht. Alkohol ist voll, aber Alkohol nicht. Tabletten sind voll. Okay, sind überall Zettel. So. Hier liegen überall was rum, was wir nicht nehmen können. Den Alkohol aber. Da ist noch was. Ich erkenne nichts da drauf gerade. Aber schön. Ich will hier nichts verpassen. Hier sieht es aus, als würde noch irgendwo was liegen. Ich kann hier nichts mitnehmen. Na. Und ich höre wieder Gesellschaft.
Ja, du da hinten. Ich wollte mich mal vorstellen, weißt du, ich bin der Nachbar von oben. So, das ist ja nur ein Licht. Eine Kassette. Licht bitte. Oh, ein Feuer. Okay, dahinter sind ein paar Sachen. Oh. Hi, Kumpel. Babys. Ich will diesen Snack hier nicht zurücklassen. Diesen guten Snack. Es kann doch nicht sein, dass hier alles war. Muss doch noch irgendwas liegen. Na schön. Okay, wir müssen da irgendwie durchkommen. Wir werden direkt angegriffen, wenn wir das kaputt hauen. Sag ich doch. Muss auch reinlaufen. Wo ist das Baby hingeflogen? Ich hasse diese Babys. Sie sind eklig, widerlich und laut. Ach, weißt du was? Ach, der ist tot. Okay. Ist irgendwo noch ein Baby, aber... keine Ahnung wo. Hab's gefunden. Hä? Ihr könnt mir nicht sagen, ich habe das gerade nicht erwischt. Stoff, 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 Stoff. Oh, Stoff. Oh. Guter Stoff. Nein, das wollte ich nicht. Mal gucken, wie lange wir heute aufnehmen. Ich will auf jeden Fall diese Höhle heute machen. Heute ist übrigens nur Höhlentour. Also in dieser Aufnahme mache ich nur Höhlentour. Und beim nächsten Mal gucken wir, was wir weitermachen. Vielleicht die Insel erkunden oder ein bisschen weiterbauen oder sonst was. Aber heute mache ich wirklich nur Höhle. Ne? Meine zwei neuen Kumpels. Gut, Essen haben wir noch. Trinken haben wir auch noch. Kombinieren. Womit kombinieren? Na, ich krieg den Schädel da nicht weg. So. Mehrere Wege. Hier geht's nach oben. Ich würde erstmal nach oben gehen. Wenn das nämlich Ausgang ist, dann kann ich den ja markieren. Sieht dabei jetzt nicht wirklich nach dem Ausgang aus. Oh Gott. Ja. Den Mutanten lasse ich mal in Ruhe. Gehen wir doch erstmal nach unten. Und wieder ein neues Outfit. Ja, immer in diesen Koffern sind Outfits. Jetzt weiß ich auch Bescheid.
Hier geht's wieder nach unten und da ist eine Sackgasse. Was uns da unten erwartet, weiß ich jetzt nicht. Ich würde echt gern speichern gerade. Okay, noch keine Gefahr. Was ist denn das? Stein. Guck mal, das können wir freispringen. Ah. Wieso hört sich das hier so an, als würde gleich alles auseinanderbrechen? So, mal sehen, ob es ruckelt. Nochmal freisprengen? Ja, ich komme hier nicht raus. Und es piept wieder. Zweimal freisprengen. Jetzt muss ich aber einen Schatz hier finden, ne? Ohne Schatz gehe ich hier nicht wieder raus.